Erzgebiet kommen aus dem Olympiasportzentrum zu Garmisch-Partenkirchen. Zum zweiten Mal in dieser Saison treffen die beiden Mannschaften aus Oberbayern hier im Werdenfelser Land aufeinander. Also zum zweiten Mal SC Rissersee gegen die Starbulls aus Rosenheim. Knaup. Rissersee spielt mit 4 Außenstürmerpärchen und 3 Mittelstürmer. Das bedeutet, da wird jeder beim Gegenspiel zurück. Und Merkel mit einer Glatztat. Nächste Möglichkeit, knapp vorbei und dann. Das ist Tobi Kircher. Und das ist Elis unter Pfosten. Jetzt gibt es Sprintduell. Elis holt sich den Puck. Riesenchance, rausgespielt hier, nochmal abgelegt. Also wieder komplett vorne zurück auf dem Eis. Möglichkeit, Nachschuss kommt nicht zustande. Rosen aufpasst. Der Puck schon wieder vorne spielt. Trotter. Trotter frisch von der Strafbahn gekommen. Pfosten. Und da ist der erste Treffer an diesem Derbyabend für die Starbulls. Zu Beginn dieses zweiten Drittels gehen sie hier mit 1:0 in Führung. So sieht es der Keeper auf der anderen Seite an die Mechel. Und so ist es passiert. Da ist der Angriff da. Dann fällt hier. Geklärt ist das eben mit Sodek vorne und mit Felix Linden. 2:2. Linden geht durch, bekommt den Doppelpass zurück und macht das Tor. 1:1. Linden und Sodek. Eine Traumkombination. Give and go. Linden. Passt Sodek an. Der wartet. Sind zwei Verteidiger bei ihm. Und lassen Felix Linden ganz alleine. Was macht der Verteidiger hier? Das Tor zum Puck verteilt. Axelberger. Axelberg auf Trotter und der macht das Tor. Überzahl Tor für die Starbulls. Sie unterstreichen ihre Topquote und gehen hier mit 2:1 in Führung. Eckel. Alavin. Seidel, jetzt die Möglichkeit, Eckel. Mit dabei, Cornett, Heinreich, Drehschuss, wieder kein Tor, Vollmeier, gibt da den Zweikampf nicht auf, und Scheibe fällt hier auf Schlittschuh, da kommt zu Rosenheim und Tor, 3:1, da fällt die Scheibe auf den Schlittschuh von dem Rissersee-Spieler, von Justin Schütz und von dort, kommt sie zu den Rosenheimern und dann steht sie 3:1 kurz vor Drittlende. War zuvor jetzt nicht mehr genau gesehen. Da haben wir nur noch die Dominik Kolb. Und dann ist der Außenposten. Ja, der den Anschlusstreffer ist es hier verhindert. Zimmermann war es. Michael mit der Glanztat gegen Moritz Israel. So 30 Sekunden noch, dann ist das erste Überzahlspiel vorbei. Die ersten 2 Minuten gibt es aber nochmal 2. Edfelder ist drin an dem Bulli. Im dritten Möglichkeit, Tor! Edfelder mit dem Traumpass. Und dann macht Brad Snessinger aus 2 Metern Entfernung das 4:1. Und weil es eben noch in der ersten Überzahlsituation ist, bedeutet das, sie haben noch 2 Minuten Überzahl. Traumpass! Traumpass! Linden die Möglichkeit für Israel! Sie sieht da nicht aus zum 2:4. 2 Tage vom Heiligen Abend. Jetzt ist das SDR-Tor leer.
Und da machen sie das 5-1. Alles riskiert. Niklas Hede und seinem SCR. Die Pet Cortina ist in Quarantäne aktuell. Gute Besserung an den Coaches SCR von dieser Seite. Alles riskiert beim Spielstand von 1-4. Und dann ist es Lesak. Die Star Bulls holen also den ersten Sieg in dieser Saison beim SC Rissersee. Und siegen schlussendlich mit 5-1.